Die Digitalisierung hält Einzug in die Landwirtschaft. Neue Technologien wie 5G und das Internet der Dinge ermöglichen praxistaugliche Anwendungen für mehr Effizienz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Wachstum von Pflanzen wird durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Mehr zum Beispiel Regen oder Trockenheit, mehr unterschiedlich viel Nährstoff im Boden oder mehr Krankheiten, die die Pflanzen befallen. Mit Sensoren können wir heute die Zustände viel besser erfassen. Wir können diese Daten basiert auswerten und dem Landwirt näher so Entscheidungshilfen zur Verfügung stellen. Das dient dazu, dass die Landwirte ihre Produktion nachhaltiger und effizienter gestalten können. Unkraut ist für die Landwirtschaft seit eh und je ein Thema. Die Bekämpfung hat dabei ökologische und ökonomische Folgen. Während der großflächige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln den Boden und das Grundwasser belastet, ist die Beseitigung des Unkrauts von Hand sehr zeitaufwendig. So ein typisches Unkraut ist die sogenannte Placke. Eine Placke kann bis 60'000 Samen produzieren, die über 20 Jahre im Boden überlebensfähig sind. Placken enthalten auch Bitterstoffe und darum fressen sie die Kühe nicht gerne. Aus diesem Grund, trotz vorbeugenden Massnahmen vom Landwirt, kann sich die entwickeln und verbreiten in den Wiesen und das Gras verdrängen. Als letzter Ausweg bleibt dem Landwirt dann nur noch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Der Einsatz wird aber von der Gesellschaft und von den Konsumenten infrage gestellt. Darum braucht es umweltschonende und nachhaltige Lösungen. Für eine Lösung haben sich Forschung und Industrie zusammengeschlossen. Innerhalb von 10 Jahren haben sie an neuen Methoden getüftelt und können heute am Fallbeispiel der Placke aufzeigen, wie das Unkraut mit einer Kombination von Drohnen, Landwirtschaftsrobotern und 5G-Anwendungen bekämpft werden kann. Mit einer Drohne nehmen wir die Bilder von einer Wiese auf und übertragen sie in Echtzeit auf den Server. Mit Hilfe von 5G-Technologie können wir das sehr schnell machen. Aus diesen vielen Daten erstellt eine Applikation auf dem Server eine hochauflösende Karte, die wir dann für die Erkennung von Plage benutzen. Die Erkennung von Plage läuft mit Hilfe von maschinellen Lernalgorithmus. Nachdem wir diese Plagen erkannt und lokalisiert haben, schicken wir diese Daten wieder ins Feld zurück, da sie behandelt werden können. Ein Feldroboter empfängt die Koordinaten der erkannten Placken über 5G und kann sie via Spot-Spraying umweltschonend und effizient beseitigen. In einem ersten Schritt wird der Feldroboter noch von einem Traktor gezogen. Die nächste Generation von Feldrobotern wird sich bereits autonom auf der Wiese bewegen können und somit die Daten in Echtzeit verarbeiten. Durch Spot-Spraying kann man einzelne Pflanzen behandeln und darum den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis auf 90% reduzieren. Durch die Weiterentwicklung des Feldroboters mit Heisswasser kann man sogar ganz darauf verzichten. Das würde auch im Biolandbau Lösungen bringen. Die Fallstudie der Placke ist erst der Anfang. Die Vision ist eine komplette Bestandsaufnahme aller Pflanzen einer Wiese. Auf diese Weise können 5G-Anwendungen die Landwirte dabei unterstützen, ihre Wiesen effizient und umweltschonend zu bewirtschaften. Die Gesellschaft profitiert zudem von gesunden Lebensmitteln und sauberem Grundwasser. Und das ist erst der erste Schritt. Die Möglichkeiten sind immens. Hier sehen wir die Zukunft der Landwirtschaft. Der erste kommerzielle gehende Roboter. Der Roboter und die Drohne, die müssen in Echtzeit miteinander kollaborieren. Wir brauchen dafür sehr große Bandbreite und niedrige Latenzzeiten. Mit 5G-Technologie holen wir die Rechenpower und die Echtzeit ins Feld und dadurch entlasten wir die Bauern der Zukunft.